was da mal war, denn nichts mehr war wie früher, nichts mehr wie geplant. Sie wollten nicht einmal neu beginnen, nichts mehr war mehr klar, sie machten sich nur auf den Weg. Als hätten sie's geahnt, dass da das Ungeahnte naht, auf ihrem Weg zu diesem Ort mit Namen Emmaus. Gute Nachrichten gehen nie aus, sperr die Ohren auf und lausch, nimm sie auf und teil sie aus. Oh, 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 Emmaus, gute Nachrichten gehen nie aus, sperr die Ohren auf und lausch, nimm sie auf und teil sie aus. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren so, dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn ans Kreuz schlagen lassen. Sie hörten Bienen summen in den Bäumen, sein totgesagtes Geäst im ersten Knospenkleid, Trost im verletzten Herz. Ihr Gott war tot und mit ihm ihre Träume, nun hörten sie die Hoffnungsworte bald, bald waren sie so weit. Gott war tot, doch jetzt begleitete er sie neu lebendig auf ihrem Weg nach Emmaus. Gute Nachrichten gehen nie aus, sperr die Ohren auf und lausch, nimm sie auf und teil sie aus. Oh, 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 Emmaus, gute Nachrichten gehen nie aus, sperr die Ohren auf und lausch, nimm sie auf und teil sie aus. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Da sagte er zu ihnen, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Sie kehrten um und hörten nun, das Grab ist leer. Sie freuten sich, das hatten sie gespürt, in Zeichen und im Wort. Die mit Abstand größte Nähe, die sie je erlebt, denn Jesu neuer Geist hat sie unterwegs berührt. Sie teilen diese Nähe überall aus und laden uns auch ein, auf geht's nach Emmaus. Gute Nachrichten gehen nie aus, sperr die Ohren auf und lausch, nimm sie auf und teil sie aus. Oh, 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 Emmaus. Gute Nachrichten gehen nie aus, sperr die Ohren auf und lausch, nimm sie auf und teil sie aus.